Rockers Rock'n'Roll Garage. Yes! Und heute mit am Start Roberto Blanco, Kristall und mein Leibarzt Konrad Stöckel. Are you ready? Das geilste Bembers Rock'n'Roll Garagenpublikum, das es gibt. Ihr! Danke! Yes! Ein Feuerwerk zur Begrüßung. Apropos Feuerwerk, das ist ja, heute ist ja auf jeder Kirchweih und auf jedem Festival irgendwas ist immer mit Feuerwerk. Ne? Und ich habe letzten Silvester habe ich mir gedacht, ich kaufe mir diese Monsterkisten, die es jetzt da gibt. Habt ihr das schon gesehen, so in den Supermärkten, diese riesen Kartons? Mit so geilen Namen, so Armageddon, The End of the World. Und da habe ich mir gedacht, Alter, so eine Monsterkiste kaufe ich mir, wo ich 4 Kumpel brauche, um diese Kiste aus dem Aldi rauszuschleppen auf einer Europalette. Ah, habe ich mich schon so gefreut, was schon uns Deutschen haben es das Schießen verlernt. Aber an Silvester geben wir alles, ne? Und da habe ich mir gedacht, ja, das ist optimal für mich, so ein Ding mit 32.000 Schuss. Ne, wo du am Silvester um 12 Uhr zündest du einmal an und am 3. Januar kommt der letzte Schuss raus. Das ist so, aber man dachte, Alter. Yeah. Da habe ich mich schon gefreut, an Silvester da in der Südstadt, in der Nürnberger Südstadt, wo ich herkomme, denke ich mir, da stelle ich das Ding auf und dann zünde ich das an und dann, was ich nicht, da habe ich mir gedacht, dann stelle ich es vielleicht auch mal quer. Auf gute Nachbarschaft. Das habe ich dann meiner Freundin erzählt, der Priscilla. Habe ich gesagt, ey, ich will so ein Ding haben. Dann hat sie gesagt, du Bembers, du spinnst doch. Wir machen das nicht. Man soll nicht so viel Geld ausgeben für Feuerwerk. Man soll lieber was spenden. Na? Brot statt Böller. Dann habe ich gesagt, was? Brot statt Böller? Habe ich gesagt, was soll denn das? Soll ich mich dann an Silvester, soll ich mich dann am Balkon stellen und die Tauben füttern? Dann habe ich gesagt, Priscilla, ich bitte dich. Hab ich gesagt, wir brauchen da ein bisschen was zum Knallen. Wir brauchen da ein bisschen Feuerwerk. Dann hat sie gesagt, also gut, ich besorge eine Kleinigkeit. Und ich, Depp, steig drauf ein. Und dann war es endlich so. Dann hab ich gesagt, Priscilla, los, jetzt gehen wir runter auf die Straße. Jetzt wird geschossen. Die sind bestimmt schon alle unten. Und dann sind wir runter. Und ach, das war Wahnsinn. Der Cheng Beng vom China-Imbiss. Der hat aufgebaut, der hat die Batterien gehabt. Und hinten nur so Umzugskartons. Na, mit so illegalen Ostsprengmitteln. Oh, russische Raketen, polnische Kanonen, schlägt ganze Karton voll von an der Kneipe. Du, oh, die haben die ganze Kreuzung schon gesperrt mit diesen riesen Kartons. Und ich war in der Mitte drin gestanden und da sage ich zu Priscilla, was ist denn jetzt, was geht denn? Und dann packt die so ein Tüdler aus, so ein kleines Tüdler, dann langt's da rein und dann gibt's mir was in die Hand und dann, ich habe erst schon gedacht, ich muss das essen. Ich habe mir gedacht, es sind nur ein paar Weihnachtsplätzle übrig geblieben. Und dann habe ich gesagt, was ist denn das? Und dann hat sie gesagt, das ist unser Feuerwerk. Dann habe ich gesagt, Priscilla, spinnst du? Habe ich gesagt, die kennen mich alle. Ich bin der Bembers. Habe ich gesagt, was soll denn das? Das ist doch Quatsch. Und dann hat sie gesagt, nein, das ist unser Feuerwerk. Und dann habe ich gesagt, das ist unser Feuerwerk. Was ich? Und dann habe ich gelesen, was da draufsteht. Wilde Hummel. Und dann habe ich es am Boden gelegt, habe mir gleich eine Kippe anzünden und dann habe ich das Ding halt auch anzünden und dann habe ich mich natürlich rasch entfernt. Ne? Dann habe ich nochmal an meine Zigaretten gezogen und dann habe ich mir gedacht, was ist denn jetzt, wilde Hummel, geht was? Und dann dreht sie das auf einmal so am Boden, dreht sie so, immer schneller, wie so ein Kreisel und dann hebt es plötzlich ab vom Boden, so hebt so ab, bin ich schon mal einen Meter, bin ich schon zurückgegangen dann. Und dann wie so ein grüner, glühender, faustgroßer, brennender Komet hebt es so ab. Ich ziehe meine Zigaretten und schaue dazu. Dann fliegt es da plötzlich, fliegt so ein Bogen, fliegt direkt da zum Cheng Beng seine Umzugskartons.
Und dann habe ich das so beobachtet, dann habe ich mal Zigaretten austreten. Und dann habe ich zur Priscilla gesagt, volle Deckung! Und dann haben wir mir in der Nürnberger Südstadt, das haben sie vergessen anscheinend, da haben wir mir immer nur so eine gelbe Telefonzelle, Gott sei Dank, da haben wir uns in die Telefonzelle geflüchtet und sind da, nein, es war recht eng, ich habe die Priscilla hat sie dann hingekniet, ich habe ein bisschen aufpasst, dass nicht, und dann waren, ja, ach, ist losgegangen, erst die russischen Raketen, wie ein Stalin-Orgel quer durch die ganze Straße, es war in der Telefon, es war ein Roundfeuerwerk. Und dann hat sie die Glut durchgefressen zu den polnischen Kanonenschlägen. Ey, und dann hat es einen Schlag dann. Dann sind wir um 12:45 zurück in die Wohnung, dann die Priscilla und ich. Und dann sind wir da, ich bin nur beim Cheng Peng, bin ich nur vorbeigelaufen. Und dann habe ich zu ihm gesagt, hör mal, habe ich gesagt, Cheng Peng, nächstes Jahr, Liebel, Blutstadtbellel. Danke. Danke, danke. Aber es ist ja da draußen in dieser Welt, das ist ja alles, es geht nicht jedem so gut wie uns. Manche haben da wirklich Probleme. Die wissen nicht wie und was. Und ich bin da einer, der versucht dann auch da zu helfen. Wenn was hilft, wo er kann. Hallilöchen, kann ich Ihnen helfen? Ja, den großen Roten, den hätte ich gern. Den großen Roten, den kann ich Ihnen leider nicht geben. Das ist unser Feuerlöscher. Meine Damen und Herren, begrüßen Sie in der Bembers Rock'n'Roll Garage den Turbo-Durchstatter der deutschen Comedy-Szene. Hier ist er. Chris Teil! Vielen Dank, danke schön. Vielen Dank, danke sehr. Da kauft man sich einen Döner, dafür nicht essen. Das ist mein Leben. Sehr schön, erstmal für euch. Ich weiß, dass natürlich viele von euch da sind, die mich noch nicht kennen. Das ist völlig normal. Aber ihr könnt euch alle entspannen. Ich bin fett und ich weiß das. Das ist ganz wichtig für euch, okay? Ja, guck mal hier, ein Dicker. Hey, danke schön. Aber nein, aber ich sehe das da sofort. Ich komme auf die Bühne, ist immer so. Und die Leute gucken mich mal an, so, Weißt du, mit dem Blick so, sagen wir es ihm? Ja, das müsst ihr nicht. Okay, ich spreche mal im Namen aller Fetten. Wir Fetten wissen, dass wir fett sind. Ja, das stellen wir irgendwann fest. Okay, wir sind fett, nicht blind, okay? Ja? Gut, einige werden irgendwann blind, weil alles so hoch wird. So, oh, ich sehe nichts mehr, scheiße. Ja, aber das meine ich nicht, okay? Das Ding ist ja bei mir, ich bin ja nicht nur fett, ich habe auch keinen richtigen Bart. Alter, das ist der Jackpot für einen jungen Mann. Ich sehe aus wie meine Mutter. Ohne Scheiß, 1:1, das würde ich. Ist gar nicht böse, sie hat auch Titten und keinen Bart. Das ist total normal für eine Frau, okay? Okay, ja. Und ich muss mit dem Vorurteil aufräumen, gerade Leute, die gerne Comedy gucken, die denken immer, Cindy aus Marzahn ist meine Mutter. Das stimmt nicht, okay? Das ist mir wichtig. Ja, Cindy ist mein Vater. Und das ist sehr gut für euch, dass du so bist. Wirklich, ohne Scheiß. Als ich so 12, 13, 14, 15, 16 war, meine komplette Jugend, habe ich gedacht, Eltern können nicht cool sein. Mittlerweile bin ich 25 und ich weiß, Eltern können cool sein. Das geht, wenn sie sich dem Alter entsprechend benehmen. Ja, meine Eltern sind jetzt zu Ende 40, Anfang 60. Das ist ein bisschen schwer zu schätzen, auf jeden Fall älter als ich, glaube ich. Mein Vater ist 50, das weiß ich ganz genau, war der letztes Jahr einen runden Geburtstag. Ich habe jedes Jahr. Aber ist egal. Und viel Mitleid von den Dicken hier, danke schön. Aber das Ding ist ohne Scheiß. Mein Vater, der kann cool sein, wenn er redet wie ein 50-Jähriger. Wenn er redet wie ein 13-Jähriger, ist das Kacke. Ich war neulich bei ihm, habe ich ihn begrüßt. So, hallo Papa, was sagt der? WhatsApp. Ich sag, Papa, so grüßt man nicht. Sagt er, sorry. Ich sag, hör auf damit, sagt er, WhatsAppi. Ja, meine Mutter fängt auch noch an. Ich hab eben gegockelt. Ich sag, was hast du gemacht? Ich hab gegockelt. Ich sag, ja, wie soll das denn auch so? Go, 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 go. Und das Ding ist, Mütter, die kloppen das ja so raus mit einer Selbstverständlichkeit, dass ich da stehe. Alter, hat die vielleicht recht, heißt das vielleicht wirklich gockeln? Weißt du, die steht vor mir mit einer Arroganz so, hey, stell dich mal davon hin, ich mach jetzt erstmal ein Selfie von dir. Du merkst, guck mal, die Jungen wollen hier schon klatschen, die Alten fragen sich gerade, was ist daran falsch? Ja, das, nein. Ich rede so viel über meine Mutter. Und es kommt natürlich dazu, dass Leute mich fragen, hast du einen Mutterkomplex? So, dann sage ich nein.
Und jetzt habe ich auch eine Freundin. Das Problem ist, meine Freundin, die heißt genau wie meine Mutter. Die heißen beide Sabrina. Ohne Scheiß, das ist richtig kacke. Ey, als wir zusammengekommen sind, alle meine Freunde so. Wir haben es immer gewusst. Der heiratet seine Mutter, ekelhaft. Das ist wirklich... Nein, müssen wir weiterspinnen. Wenn die gleich heißen, total scheiße. Ich war mit meiner Mutter... Nicht mit meiner Mutter, mit meiner Freundin. Okay, so geht's schon los. Nein. Ich war mit meiner Freundin, wir hatten gerade, wir haben gerade, ne, wir haben, also, ne, also, gekuschelt. Und, nein, auf jeden Fall waren wir gerade so dabei, ich war fast fertig, also, wir haben gerade angefangen. Und, das nimmt sich bei mir nicht viel. Und, auf jeden Fall, nein, ey, jetzt jubelst du, aber, pass auf. Ich war gerade dabei und es war echt schön. Ich hatte echt schöne Gedanken. Ich hatte sie in meinem Kopf. Es war alles toll. Und plötzlich sagt sie so, sag meinen Namen. Nein. Sag meinen Namen. Nein. Sag es, Mama. Ich bin saufroh, dass du hier bist, Alter. Ich bin auch saufroh. Warum hast du ihn da hingelegt? Was soll das? Ich habe mal kurz abgebissen. Ja. Aber ist ja, das ist ja vegetarisch, Alter. Ja. Vegetarische Döner. Ja, das ich bin ja komplett, Vegetarier. Ja, aber das ist ja komplett ohne Fleisch. Ja, das ist das Problem. Also ich esse normalerweise nur mit Fleisch. Ja, und jetzt, was sagst du? Ja, das habe ich echt ein Problem. Weil? Schmeckt geil. Ja, sag ich doch. Haben wir Vegetarier hier? Und ein paar so... Wir sind in Franken. Entschuldigung. Ich bin Vegetarier, Salat mit Steak. Schön, ja, Wahnsinn. Das ist toll. Du musst auch mal was trinken, ne? Genau. Oh, zu deinem Döner. So wie ich es wollte. So ein Spezi, wo halt alles auch drin ist, ne? Ja, pass auf, du bist ja wahnsinnig viel unterwegs. Du bist ja echt durchgestattet, ne? Mit darf er das und so weiter. Darf er das? Ja, genau. Mhm. Und da hast du doch irgendwie wahrscheinlich auch irgendwann mal auf deinen Wegen, ja, hast du doch auch bestimmt mal so durchgeknallte Typen kennengelernt, ne? Ja. Danke, dann sag ich jetzt mal Danke. Es ist ja echt so, ich bin jetzt auch viel unterwegs und ich habe in Hamburg hab ich einen krassen Typen kennengelernt. Dankeschön. Bist du in Hamburg am Start? Ja. Wieso habe ich dich, ich treffe dich immer nur in Köln. Ja, weil wir da, ist egal, das sollen die Leute jetzt nicht wissen. Ja. Ja, kommt später, war ein Afterburner. Ich habe in Hamburg einen kennengelernt und der ist so krass drauf, I call him the healer. Weil er ist echt so dermaßen drauf, der hat Sachen drauf, wo du dir denkst, das soll gesund sein. Ne? Und, ich glaube, ich weiß, wen du meinst. Und das ist jetzt hier wieder eine neue Rubrik und die nennt sich so. Achtung. What the f***? Die Freak Show. Konrad Stöckel. Danke. Stimmung. Jawohl, Bimbas, mein Junge! Konrad, hervorragend! Da sieht man ja wieder die volle Lebensfreude, die volle Energie. Du hast ja einiges vorbereitet hier, ne? Ja, ich habe einiges dabei. Es geht ja um deine Gesundheit, wie man so einen makellosen Körper kriegt. Ja. Und was ich dir empfohlen habe und was ich heute auch beobachtet habe, du hast heute wenig getrunken. Ja, weil ich so viel schwitze, es ist Sommer. Ja, du musst nachlegen. Ich habe dir ja schon vor ein paar Jahren gesagt. Ich fühle mich auch ein bisschen dehydriert. Ja, sehr gut. Ich habe vor ein paar Jahren schon gesagt, 3 Liter ist wichtig, 3 Liter pro Stunde für so eine Figur. So. Das hat mein Arzt auch zu mir gesagt und ich habe dann auch gar nicht gefragt, was ich trinken muss. Und es schaut gut aus, was du da bringst. Ich habe dir schon mal was mitgebracht. Ja. Ich denke, also die 3 Liter, wir haben jetzt keine Stunde Zeit für dich. Um das. Ich denke, in der Minute schaffst du das. Ne? Also was ich schon sehr gut finde, ist, dass du aus Hamburg kommst und hast Maßkrüge. Ich habe mich hier angepasst. Sehr so schön, anpassungsfähig sind wir Hamburger. Das finde ich schon mal geil. Stimmung, hervorragend. Du bist dir sicher, dass wenn ich die 3 Dinge jetzt weghuck, dann geht's mir besser? Dann geht's dir besser, natürlich. Das, hau rein, macht los, Jungs. Also, feuer die ein bisschen an. We'll be right back.
Das war's, liebe Leute. Wollen wir mal kurz festhalten. Aber mir geht's jetzt schon ganz gut. Ja, das sagt natürlich ein bisschen. Aber gleich geht das erst so richtig los im Körper. Die Durchblutung setzt ein und so weiter. Und was wir letztes Mal, als du in meiner Praxis in Hamburg warst, was wir festgestellt haben, du leidest ja extrem unter Eisenmangel. Naja, also ich bin schon metal-affin. Ja, aber das kann natürlich noch ein bisschen mehr werden. Also du weißt, das steht auch in meinem Buch, ja. Entdecke das dicke Kind in dir oder im Zeichen des Weichen, beides Bestseller. Aber ich habe hier so ein bisschen was mitgebracht. Hast du noch was vor? Jawohl, einen Cocktail musst du noch aushalten, kriegst du doch hier so ein paar Nägel rein. Ja. Das ist Eisen. Ja, Eisen, genau, sehr Eisen gut. Ist für den Körper gut. Ich mache dir auch einen. Ist ja Gesundheitscocktail. Aus Sympathie so ein bisschen hier Schrauben rein. So, jetzt... Warte mal, ich muss kurz noch was sagen. Liebe Kinder... Bitte zu Hause nicht nachmachen. Ne? Nein, man muss selbstverständlich wissen, welche Chemikalien die anderen wieder aufheben, welche gesund für den Körper sind. Ja, da hier bist ja du Spezialist. Na, selbstverständlich. Deswegen habe ich dich hier als Leitarzt. Deswegen habe ich hier noch so einen Glasreiniger mitgebracht. Leute, ihr könnt auch riechen, das ist echter Glasreiniger hier. So. Ja, kann man riechen, ja. Schöner Geruch. So, das kommt da rein, oder was? Ja, natürlich. Das ist gut für die Augen, oder? Ja, du kannst, eine Brille ist nicht vonnöten. So, zack. Zack, so, das sollte reichen. Und hier in der Werkstatt habe ich noch passend was gefunden. Wie gesagt, man muss sich natürlich ein bisschen damit auskennen mit den ganzen Sachen. Hier haben wir noch so 5W30, so ein bisschen. Da tun wir auch noch einen Schluck, so einen Schluck rein. So. Wunderbar, das soll unser kleiner Cocktail sein, ein Energiecocktail, Mineralien, Eisen, Spurenelemente, alles drin. Ich rühre dir noch das so ein bisschen um, so, dass du einen kriegst und ich einen krieg. Ach, du trinkst damit. Na, selbstverständlich. Ja, dann ist es ja... Oh, super. Zack, einer für dich. Dann ist es ja safe, ja. So, für mich auch noch einen. So, zack, reiner. So, liebe Leute, so ein kleiner Cocktail für uns beide, das geht gleich runter wie Öl, ist ja auch Öl drin. Ja. So, los geht das, Leute. Das sind ja gerade Konfetti, ist ja auch noch, das Och, ist ja auch egal, optimal. Prost, ja. Members, Prost, liebe Leute. Ja, bisschen fieser Geschmack zugegeben, aber das ist ja bei Medizin so. Wow. Willst du ihn dir aufheben für später noch? Nee, ich muss ja die Show noch durchstehen, deswegen. ja, genau. Ich hau das jetzt weg. Ja, das bringt dir auf jeden Fall eine Menge Energie. So. Ah, die Nägel hast gleich als erstes runter. Ja, alles klar. Bembas, du bist wieder fit, du stehst den Abend durch. Mir geht's gleich viel besser. Das ist doch wunderbar. Das war's von mir. Haut rein, Leute. Bembas, haut rein. Stimmung. Konrad Stöcke. Bembas. Praktikum. Servus, Lehr. Ist da jemand? Ah, da sitzt ja jemand. Optimal. Servus, ich bin der Bembas. Ja, servus, Bembas, grüß dich. Hi, ich bin wegen dem Praktikum da. Wunderbar, können wir gleich loslegen. Hör mal zu, aber ich wollte ja jetzt eigentlich Yoga machen. Also das ist doch jetzt alles Babyfax, aber so richtig Yoga. Ich verstehe schon, Bembas. Nein, ich meine, was so? Kannst du mir da mal was zeigen, was anspruchsvoll ist? Die Übung, genau, die wir jetzt gleich machen. Du nimmst die Hände nach vorne, ziehst einfach die Knie durch, streckst die Hüfte, streckst die Beine, landest schön langsam. Dann schaust nach vorne, dann schaust mal nach hinten. Dann läufst du, springst du wieder vor und das Ganze üben wir jetzt. Ich hab gesagt, das machen wir dann später. Mache ich das auch mit, wenn dann die Schüler da sind. Liebe Schüler, ich habe euch heute den Bembas mitgebracht. Und der Bembas wird heute hier assistieren und ja auch ein paar eigene Übungen euch vorstellen. Der Boden kommt mir kein Stück entgegen. Wenn ich so mache, ist okay, oder? Was machst du mit deinem Bein? Naja, der herabschauende Hund muss doch sein Revier markieren. Rechte Hand zur linken Schulter, lass die rechte Hüfte tief, Bembas. Ja. Hände hinter die Schultern. Ja, natürlich. Hände auf den Rücken kenne ich. Ja. Jetzt kommt die Polizei rein. Oh, ich habe den entspannten Hund entdeckt. Beide Hände, wir kreisen unseren Kopf im Hals, kreisen den Kopf. Wir unterstützen das Kreisen durch ein Grummeln, das sich ungefähr so anhört. Alle machen mit, sehr schön.
Wir schütteln unseren Kopf von vorne nach hinten, weiter krummeln. Ich zähle bis drei und bei drei schreien alle Gorgonzola! Meine Damen und Herren, jetzt kommt hier in die Bembers Rock'n'Roll Garage, kommt the one and only, hier ist Roberto Blanco! Wahnsinn. Ah, Roberto hallo, Blanco. Jungs. Hallo, hallo, hallo. Herr Blanco, was wollen Sie denn trinken? Nur wenn du zu mir sagst. Okay, also was willst du denn trinken? Etwas mit Alkohol, ein Apfelsaftschorle. Ja, genau. Bringst du mal dem Roberto eine Apfelsaftschorle? Super. Ey, Wahnsinn, ich darf mal ganz kurz einen Moment. Ich muss einfach, meine Mutter sitzt zu Hause vor dem Fernsehapparat, ja? Und die ist der totale Fan von dir. Oh, da, ja? Sie ist der totale Fan. Man hat ja einen guten Geschmack. Ne? Ja. Mama! Ja, und das ist ja jetzt mein Wunsch, dass wir einfach mal grüßen. Ja. Mama! Mama! Dein Sohn und Roberto sind so. Wir sind Buddies. Ja, alles klar. Und für alle Zuschauer zu Hause an den Fernsehapparaten, Ihr Fernsehapparat ist nicht kaputt. Das ist jetzt eine Innovation vom Bayerischen Fernsehen. Das ist jetzt Schwarz-Weiß-Fernsehen. Aber in Farbe. Genau. Ja. Wenn man ehrlich ist, du bist ja der erste Gewinner von Deutschland sucht den Superstar, nur das hieß ja damals anders, ne? Das hieß damals, gib dem Nachwuchs eine Chance, also dem Nachwuchs eine Chance, das war 1957. 1957. Chris, was war da mit dir los, wo warst du 1957? Nicht mal meine Mutter war da. Da war deine Mutter noch gar nicht da. Die war da -11. -11. Was du mir sagst. Also meine Oma, die war da. Ich bin mir gar nicht sicher, ob meine... Glaub ich. Und ich bin mir nicht sicher, ob meine Eltern schon drüber nachgedacht haben, ob sie überhaupt ein Kind wollen. Aber auf jeden Fall... Vor allem nicht so eins. Nein. Auf jeden Fall, ich freue mich. Mama, gratuliere. Das ist ein tolle, wunderschön. Aber wie er rausgekommen ist, weiß ich nicht. Aber hey, Prost. Ja. Wir haben auch ein Publikumsquiz vorbereitet, ja. Mit dir zusammen. Und zwar wollen wir was machen, und zwar nennt sich das Hit oder Shit. Ja, ja, also ob das, ich nenne Titel, ja, die entweder von dir sind, mhm, oder die ich frei erfunden habe. Bitte. Und das Publikum soll mit euren Sitzkissen, mit euren Pommesgabelhänden bitte dann abstimmen, ob es ein Hit ist von Roberto Blanco, dann hoch. Und wenn es keiner ist, dann die Pommesgabelhände unten lassen, okay? Ihr guckt mein Gesicht. Und Roberto löst dann... und Roberto löst dann auf. Ja? Haben wir uns verstanden? Ja! Also, hier gucken. 60 Jahre Showbiz, dem kannst du nichts vormachen. Also, Titel 1. Rock'n'Roll ist gut für die Figur. Dass Sie das alle wissen. Ich sag dir doch. Das ist krass. Die Nürnbergen sind clever. Ja. Also es war tatsächlich ein Song von Roberto Blanco. Ja. Nummer 2. Ich liebe Limbo Lolita. Ich glaube, wir müssen einfach Robertos Gesicht abdecken. Der manipuliert ja hier, ne? So große also Hand gibt nicht. Alles klar. Um mich mein Gesicht abzudecken. Aber auf jeden Fall... Auf jeden Fall frei erfunden von mir. Ach so, ja? Ja, frei erfunden. Aber das wäre... Wie heißt der Titel? Pass auf, könnte man machen, ne? Ich liebe Limbo Lolita. Moment. Ich liebe Lumba Lolita. La, 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 la. Funktioniert. Liebe Limba Lolita, la 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 la. Ich liebe Limba Lolita, la 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 la.
Sehr schön. Ja, okay, okay. Ja, okay. Also würde. Also würde funktionieren, ne? Würde funktionieren. Ihr seid ein tolles Publikum. Schleimer. Also, und jetzt kommt was, ist eigentlich für meine Begriffe relativ einfach, ne? Der Puppenspieler von Mexiko. Mich verfolgt seit Jahren ein Traum. Und ich habe mir gedacht, jetzt kommt Roberto Blanco in meine Sendung, ja, in die Rock'n'Roll Garage. Ja. Und da habe ich mir gedacht, würdest du mitmachen, einfach mit mir einen Negerkuss essen? Aber wie? Können die Bembers Babes mal Negerküsse bringen? Ja. Man darf es ja nicht mehr sagen. Man darf es ja offiziell nicht mehr sagen. Aber, man darf sie essen. Ne? Moment, ich sag, er darf das. Ja, alles klar. So, jetzt haben wir hier Eis gekühlt, wunderbar. Ja. Jetzt haben wir hier einen schwarzen und einen weißen. Ja. Ne? Ich nehme den weißen. Warum? Weil beim Schwarzen beiße ich mich immer die Finger. Meine Damen und Herren, wir haben jetzt hier eine absolute Weltpremiere. Ja? Wir haben jetzt hier Roberto Blanco zusammen mit Bembers und den Motherfuckers. Und wir spielen eine Rockversion von Ich komm zurück nach Amarillo. Und jetzt will ich mal alle Pommesgabeln im Himmel sehen. Auf geht's! Aber ich bin doch gefangen unter fremde Sternen. Musste ich, was Sehnsucht ist, lernen. Irgendwo in Texas gingen wir zu zweit. Ich komm wieder, Mary. Vergiss mich.